Hallo und herzlich willkommen wieder bei Nerd von Medizin. Hi. Heute sitze ich mit Philipp hier und wir wollen uns über ein bisschen was Abgefahrenes unterhalten. Wir alle wissen, bei einem Patienten, der vigilanzgemindert ist, der irgendwie komische neurologische Auffälligkeiten hat, Blutzucker, Blutzucker, Blutzucker. Jeder kennt eine Geschichte, wo das halt nicht gemessen wurde und dann hat der Patient mit Verdacht auf Schlaganfall oder Hirnblutung eine Hypoglykämie. Also Blutzucker messen. Aber was machen wir denn eigentlich, wenn der Patient nicht einen niedrigen Blutzucker hat, sondern plötzlich steht auf dem Gerät High, ja, oder plus, plus, plus oder Rufzeichen plus 101 oder so. Jedenfalls ein sehr, sehr hoher Blutzucker. Die Hyperglykämie. Philipp, ist Hyperglykämie gleich Hyperglykämie? Ist das? Ja, das wäre schön, Martin. Mhm. So ist es aber leider nicht. Es gibt bei der Hyperglykämie zwei verschiedene Formen, die man eigentlich differenzieren muss. Das ist einmal die Ketoazidose und dann ist es aber auch einmal das hyperosmolare Koma, was man erleiden kann. Okay, also das heißt, die Patienten haben beide einen hohen Blutzucker, haben aber ein unterschiedliches Problem. Vollkommen richtig. Fangen wir doch mal mit der Ketoazidose einfach an. Klingt auch cool. Genau, klingt ziemlich cool. Man kennt das ja vielleicht, die Keto-Diät oder so. Und so ein bisschen ist es auch bei der Ketoazidose tatsächlich. Die Patienten haben als grundlegendes Problem eine schwere metabolische Azidose. Warum ist das so? Das heißt, die sind sauer. Die sind sauer, genau. Ja, genau. Genau. Und warum ist das so? Die haben zwar viel Blutzucker im Blut, oder die haben viel Zucker im Blut, aber die kriegen den Zucker nicht in die Zelle rein. Denn um den Zucker in die Zelle reinzubekommen, brauchen wir Insulin. Und das fehlt den Patienten meistens. Entweder sie haben einen relativen Insulinmangel, das heißt, sie haben einfach zu wenig Insulin für zu viel Zucker. Oder andersherum, sie haben einen absoluten Insulinmangel, das wären so die Typ-1-Diabetiker, die jungen Leute, so in unserem Alter, die da schnell mal dran leiden. Das heißt, das Problem dieser Patienten, die einfach gar kein Insulin produzieren, die gar zur Erklärung, Insulin, das genau, die wäre gar kein der Typ Insulin, 1. Ne? Produzieren, genau, gar keins oder deutlich zu wenig. Ja. Und das heißt, das muss man bei den Patienten verstehen, die haben Blutzucker, aber die Zellen, die verhungern gerade und deswegen machen die den Ketonstoffwechsel. Das ist eine alternative, ein alternativer Stoffwechselmechanismus, wo aber saure Valenzen entstehen, also Säuren, und deswegen entsteht eine metabolische Azidose und das macht den Patienten letztlich so krank und deswegen geht es dem Patienten richtig schlecht. Zusammengefasst, der Körper hat zwar eigentlich Zucker, aber es hilft ihm nichts. Genau. Und aktiviert diesen Notfallstoffwechsel, der allerdings als Nebenprodukt, als Verschmutzungsprodukt quasi diese sauren Ketonkörper hat. Genau. Das macht den Patienten insgesamt sauer und dadurch wird er ziemlich krank. Dadurch wird er ziemlich krank und hat dann auch diese Kussmaulatmung, weil er versucht, die Säure irgendwie abzuatmen, die Azidose irgendwie abzuatmen. Mhm. Ja. Kussmaulatmung wäre dieses tiefe Atmen, relativ schnell. Die Patienten bewegen ganz, ganz viel Tidalvolumen und versuchen durch eine respiratorische Kompensation diese Azidose zu kompensieren, schaffen es natürlich nicht ganz, aber zum Teil können sie die Situation ein bisschen stabilisieren damit. Genau, und ich glaube, was jetzt ganz, ganz wichtig ist, jetzt werden ganz viele Fragezeichen aufgehen bei den ganzen Rettungsdiensten, die fragen sich, Mist, wie kriege ich das heraus? Ja, und jetzt muss man sagen, ganz klar, dieser Beitrag ist ein bisschen mehr für die Kliniker, denn im Rettungsdienst wird man ganz häufig die Hyperglykämie nicht weiter differenzieren können. Kussmaulatmung kann so ein Hinweis sein. Weil wir da ein Labor brauchen, ne? Genau, weil man ein Labor braucht. Man braucht letztlich eine Blutgasanalyse, um zu gucken, ist der Patient sauer. Ja. So, was mache ich jetzt mit dem Patienten? Im Rettungsdienst? Einfach Insulin geben, oder? Der Patient hat ja meistens Insulin. Wir geben dem gleich, der braucht sonst 10 Einheiten, wir geben dem 60. Bitte auf gar keinen Fall. Okay, ach, Mist. Sondern man gibt dem Patienten ordentlich Volumen. Ja. Okay. Und später in der Klinik wird man es dann so machen, dass man dem Patienten Insulin tatsächlich gibt über einen Perfusor. Da gibt es ganz viele verschiedene Regime, muss man aufpassen, weil viele von denen kommen aus Amerika. Die Amerikaner ernähren sich ein bisschen anders, deswegen sind die Insulindosen da meistens ein bisschen zu hoch gewählt. Man nimmt einen Insulinperfusor und man senkt nicht unbedingt den Blutzucker vom Patienten, sondern man transferiert den Blutzucker in die Zelle rein. Und dadurch hört diese Ketoazidose, der Ketostoffwechsel, auf. Das heißt, das Ziel ist, dass die Ketose aufhört und man hat das Ziel erreicht, wenn keine Ketone mehr im Blut oder im Urin nachweisbar sind. Ganz, ganz wichtig. Der Zielblutzucker am Anfang bei der Ketoazidose ist 350, nicht weniger. Man will den Patienten nicht sofort auf einen normalen Blutzuckerwert runterprügeln. Das heißt, ist ganz wichtig. Das heißt, wenn ich jetzt draußen beim Patienten bin, der hat Blutzucker high, ich vermute, das ist jetzt eine Ketoazidose, zumindest ist es eine Hyperglykämie. Ja. Von mir bilde ich mir auch noch so eine Atmung ein.
dann muss ich dem jetzt oder soll ich dem sogar gar kein Insulin geben. Auf keinen Fall irgendwie hohe Dosen, sondern vor allem Volumen, Flüssigkeit, Ringeracetat, Laktat, genau. Irgend sowas, nichts genau. Abgefahrenes. Genau, vollkommen wichtig. Und wenn wir in den Notaufnahmen sind oder vielleicht auf der Intensivstation, dann geht es auch nicht darum, den Patienten möglichst schnell in den normalen Blutzuckerbereich zu bringen, sondern die Ketone aus dem Patienten rauszubekommen. Und dafür braucht man Insulin. Und selbst wenn der Patient unter Insulin viel zu schnell abfällt, dann gibt man dem Patienten auf der Intensivstation sogar teilweise noch Blutzucker oder Zucker von extern hinzu, damit die Patienten eben, damit die Zellen einfach wieder ganz normal arbeiten können. Okay, Philipp, das war jetzt die Ketoazidose. Über die speziellen Gefahren, an die man noch denken muss, glaube ich, reden wir nachher gleich nochmal. Aber was ist jetzt dieses hyperosmolare Koma oder diese Hypoosmolarität, die du da angesprochen genau. hast? Das was ist da? Da ist ein bisschen anders. Das sind meistens die Typ-2-Diabetiker, wobei man das nicht ganz genau so immer absolut sehen darf. Aber das sind die Patienten, die einen massiv hohen Blutzuckerwert haben. Also zum Beispiel 800, 1000, das sind die, die wirklich riesige Werte haben. Bei unseren Geräten high. Genau, bei unseren Geräten high. Ja. Warum haben die ein Problem? Weil der Blutzucker oder der Zucker, das Zucker im Blut, das wirkt wie ein Schwamm und das zieht die Zellen leer. Das heißt, man hat zwar in den Blutgefäßen noch Flüssigkeit drin, aber die Zellen sind total ausgetrocknet. Und das macht den Patienten in dem Fall krank. Das heißt, was brauchen die Patienten? Die brauchen vor allen Dingen Volumen und zwar richtig viel Flüssigkeit. Die brauchen nicht nur einen halben Liter Ringer, sondern die brauchen 3-4 Liter teilweise. Die sind total ausgetrocknet. Selbst wenn die Blutgefäße noch gut gefüllt zu sein scheinen, sind halt die Zellen total ausgetrocknet. Und das muss man verstehen. Ja, das ist so ein bisschen übrigens der Effekt, den man früher immer bei HAS auch so sich zunutze machen wollte, dass man eben die gesamte Flüssigkeit, die da irgendwo zwischen den Zellen ist oder in den Zellen ist, rauszieht ins Gefäßsystem und das genau durch macht. Die erhöhte Osmolarität. Durch das, die erhöhte Osmolarität, der, genau. Über den okotischen Druck. Ne? Genau. Oder und, so. Über die Hyperosmolarität, genau, deswegen hyperosmolares Koma. Das heißt, man muss bei den Patienten verstehen, die brauchen einfach extrem viel Flüssigkeit. Und jetzt kommt vielleicht von dir wieder die Frage nach dem Insulin. Auf gar keinen Fall, weil was passiert denn, wenn wir jetzt den Patienten ganz schnell senken mit dem Blutzucker? Dann hört dieser Schwammeffekt vom Zucker im Blut auf und die Flüssigkeit verschwindet plötzlich wieder überall hin. Aber der Blutzucker im Gehirn ist deutlich länger erhöht als der im Blut. Das heißt, das Gehirn saugt sich plötzlich voller Wasser, wir bekommen eventuell beim Patienten ein oder wir provozieren ein Hirnödem und das kann für den Patienten sehr, sehr gefährlich sein. Das heißt, bitte auf gar keinen Fall solchen Patienten blind Insulin geben, sondern was die brauchen, ist Flüssigkeit und das ist ganz, ganz wichtig. Okay, jetzt wieder ein bisschen unterscheidend, präklinisch und innerklinisch. Präklinisch heißt das aber auch nicht, dass man dem jetzt da irgendwie 3 Liter reinprügeln muss, sondern man kann mal mit Volumentherapie beginnen. Man wird das Outcome aber nicht verschlechtern, wenn man es nicht schafft, da 2 graue Nadeln und 15 Liter reinzuhauen, genau. Sondern man beginnt einfach mit einer Volumentherapie. Es rettet den Patienten aber nicht, jetzt da 10 Minuten ein bisschen mehr hohes Volumendosis zu kriegen. Vollkommen richtig. Ich denke, das ist richtig, was du angesprochen hast. In der Präklinik sollten wir einfach gucken, dass wir dem Patienten, bis er im Krankenhaus ist, einfach viel Volumen anbieten. Da geht es aber nicht darum, dass er wie beim Traumapatienten massiv Mengen von Volumen da. Beim Traumpatienten übrigens auch nicht. Beim Traumpatienten übrigens auch nicht, genau. Also aber niemanden. Der braucht jetzt nicht unbedingt 1 Liter in den nächsten 20 Minuten, das ist Quatsch, genauso wie du gesagt hast, sondern der braucht einfach ein bisschen Flüssigkeit auf dem Transport und in der Notaufnahme müssen wir uns überlegen, dass das Problem von den Patienten in der Hyperosmolarität eben nicht der ganz hohe Blutzucker ist, den wir mit Insulin senken, sondern der Volumenmangel und dass die Patienten dann weiter auch Volumen bekommen. Philipp, ich habe jetzt noch 2 Fragen an dich. Jawohl. Frage 1, okay, jetzt kriege ich einen Patienten vom Rettungsdienst in meine Notaufnahme, der hat einen hohen Blutzucker. Wie unterscheide ich jetzt für mich, welche Behandlung ich wähle? Und die zweite Frage später, bei diesen beiden unterschiedlichen Erkrankungen, an was muss ich besonders denken? Aber zuerst mal die Differenzierung, da grinst er. Ja, genau. Differenzierung, das ist gar nicht so einfach. Ja. Man braucht letztlich die Ketone im Urin. Häufig haben wir aber diese Sticks, wo drin die Ketone nachgewiesen werden. Dann ist es relativ einfach. Man nimmt vom Patienten etwas Urin ab und dann guckt man, sind darin Ketone und macht gleichzeitig eine BGA. Die werden wir sowieso machen müssen, weil darin der Blutzucker viel genauer gemessen wird. Ist der Patient sauer und hat Ketone im Urin und kommt mit einer Hyperglykämie, dann spricht alles dafür, dass es eine
Ketoazidose ist, ja, ist der nicht besonders sauer, hat keine Ketone im Urin, sondern hat einfach einen sehr, sehr hohen Blutzucker, dann spricht alles dafür, dass es ein hyperosmolares Koma oder eine Hyperosmolarität da eher vorliegt. Man kann dann auch noch die Osmolarität im Blut messen. Okay. Zweite Frage. Jetzt, wir wissen, wir müssen aufpassen mit der schnellen Senkung. Ja. Von Hochdosis Insulin profitiert da am Anfang eher niemand, ja. Auch in beiden Fällen nicht. Aber was sind jetzt noch so ein paar Caveats? Wo muss man jetzt noch besonders aufpassen bei diesen beiden Erkrankungen? Gibt es da noch irgendwas, wo du sagst, das muss man im Hinterkopf behalten? Ja, vor allem jetzt in der Klinik, denke ich jetzt. Ne? Vor allem in der Klinik, genau. Zwei Sachen. Einmal bei dem bei den Ketoazidosen, da muss man wissen, dass unter der Azidose das Kalium falsch hochgemessen wird. Das heißt, die Patienten kommen häufig mit einem deutlich erhöhten Kalium. Wir schätzen das Kalium zu hoch ein. Ne? Man sagt 0,1 pH-Erniedrigung, macht ungefähr 0,4 Kalium zu hoch, Millimol Kalium zu hoch. Das heißt, der Patient kommt meistens mit einem zu hohem Kaliumwert. Jetzt geben wir dem Patienten aber später Insulin über einen Perfusor. Was machen wir damit? Wir senken den Kaliumwert. Ja. Und wir verbessern die Azidose. Und wir damit verbessern die Azidose. Das Kalium. Vollkommen richtig. Mhm. Und damit hat der Patient dann häufig eben später eine Hypokalämie, also das Kalium einfach bei der Ketoazidose im Auge behalten. Anderes Elektrolyt, aber nicht weniger wichtig. Mhm. Bei dem hyperosmolaren Koma ist das Natrium. Man muss einfach wissen, dass ungefähr 100 Milligramm pro Deziliter Blutzuckererhöhung, 1,5 Millimol pro Liter das Natrium nach unten korrigieren. Das ist eine Falschmessung. Mhm, ja. Das heißt, wenn jetzt ein Patient tatsächlich, sagen wir, einen Blutzucker von 1100 hat, um mal ganz leicht zu rechnen, hat er ungefähr 1000 Milligramm pro Milliliter, Milligramm pro Deziliter, Entschuldigung, so, aber jetzt. So 1000 zu hoch. Mhm. Das heißt, 1000 geteilt durch 100, 10 mal 1,5 vom Natrium, hätte er 15 Millimol Natrium zu niedrig falsch gemessen. Okay, das heißt, der hätte zum Beispiel, sagen wir jetzt, 115 oder 118 oder so, und eigentlich müsste uns das gar nicht stressen, weil er wahrscheinlich sich da wieder... Ich glaube, diese ganzen Rechenformeln, die sind in den Shownotes mit dabei. Mhm. Wenn ihr die jetzt beim Reden nicht so mitbekommen habt, guckt sie dann nochmal nach. Wichtig ist, glaube ich, Azidose, denkt ans Kalium, und Hyperosmolarität, denkt ans Natrium. Und Insulin mag zwar vor allem bei der Ketoazidose wichtig sein, was aber Quatsch ist, ist Hochdosis-Insulingabe, vor allem präklinisch, wenn man auf das noch nicht gar keinen Fall blind differenzieren durch den Pen. Genau. Oder blind durch die Nadel, auch blöd. Das war's jetzt von uns. Ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht. Ich habe schon wieder ordentlich was gelernt. Danke, Philipp. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch gern. Sonst heißt es wie immer teilen und liken. Und eure Ideen sind uns willkommen. Bis bald. Wir sind gespannt auf Feedback. Ciao, macht's gut. Ciao.